Und so ist es genauso mit Nahrung gewesen. Wir sind hier in den Marschenlanden, sind wir zum Gemüsehamstern gegangen. Ja, und irgendwann waren die Bauern so voll von all dem, was sie gekriegt haben, von den Städtern, was die noch hatten an guten Silbergeschirr oder Damast oder so. Und sowas hatten wir alles nicht mehr. Und wir sind dann gegangen und haben geguckt, wo kein Bauer zu sehen ist, aber wo was auf dem Feld steht, und haben das selbst geerntet. Ja, und dann auch dort hatten wir dann die Möglichkeit, weil wir immer nur kurze Hose, eine Badehose und nur ein Hemd an hatten. Und die Felder wurden bewässert durch Elbwasser, wo immer so wie so Grachten waren. Da sind wir, wenn der Gendarm kam, der fuhr immer mit dem Motorrad, das konnte man also vom Weiten schon hören, dann sind wir durch das Wasser auf die andere Seite gegangen. Und so sind wir ihm dann häufig entwischt. Bis auf einmal dann, ja, hat er uns geschnappt. Und wir waren oft zu drei Schulfreunde. Und ja, wir hatten praktisch alle das Gleiche. Und nur der eine hatte, wir, in der Wache mussten wir alles auspacken. Nur, wir mussten das nur auspacken, der hat nichts weiter gesagt. Ihr wisst doch, dass das nicht gestattet ist. Haben wir alles ausgepackt und dann noch bei ihm im Keller. Und der wohnte da in der Wache. So ein Dorfpolizist. Ja, so ein Dorf, wie so ein Dorfgendarm. Und dann, alle packten eine Gurke hin, nur der eine Kollege nicht. Hast du keine Gurke? Nö, ich habe keine gekriegt. Und wie er da herauskam, sagt er, guck, ich habe doch eine Gurke gekriegt. Ja, das wussten wir alle. Aber gut, das sind so alles so kleine Geschichten. Oder wir waren in der Der hat sie Lüneburger irgendwo Heide. versteckt, die Gurke. Ja, die hat er mit dem Sack aufgewickelt. Wir hatten die Säcke ausgekippt und er hat das so aufgewickelt. Hat er das nicht so gesehen, der Gendarm? Der musste ja nun uns alle drei im Auge behalten. Ja. Oder wir sind nach Lüneburg gefahren und haben dort mit der S-Bahn-Karte. S-Bahn-Karte bis Hauptbahnhof und dort rüber zu den Fernzügen und dann mit dem Fernzug nach Lüneburg gefahren und kurz vor Lüneburg vom Zug abgesprungen. Wie schnell war denn der? Wenn der einfährt in den Bahnhof und man ganz hinten sitzt, dann fährt er ja schon langsamer. Und dann geht es. Und da habe ich erlebt, dass ein Bauer zu mir gesagt hat, ja, mein Junge, wenn du doch einen Teppich hast, vor mir einen Kaustall, dann konnte ich dir wohl eine Handvoll Kartoffeln geben. Und seitdem haben wir gesagt, wir klauen doch noch Kartoffeln. Wenn die so sind, dann klauen wir uns die Kartoffeln. Und dann sind wir mal abends gefahren, um nachts dann die Mieten, die ja auf freiem Feld waren, aufzumachen. Wie heißt das? Mieten. Das ist so ein schräger Hügel. Da wurden also die Kartoffeln oder die Rüben zur Aufbewahrung für den Winter, wurden die dort in die Kuhle, ich weiß nicht wie tief, die war nicht sehr tief. Das wurde ausgehoben und die Erde an die Seite geschoben. Und dann wurde das alles mit Stroh abgedeckt. Also war mindestens so eine Schicht Stroh drauf. Und darüber kam dann die Erde wieder, die man da rausgeholt hatte. Und das hielt dann den Winter über warm. Und dann sind die nicht verfroren, die Kartoffeln. So, und das haben wir dann aufgebrochen und haben uns die Kartoffeln geklaut. Und auch da war dann wieder so etwas wie einer, der von den Bauern losgeschickt wurde, zu gucken, ob da feuchte Kartoffeln, ob da Stroh noch drin war. Daran konnten sie sehen oder wollten sie sehen können, ob die geklaut waren. Da wurden sie kontrolliert. Ja, aber wir sind der Kontrolle immer entwischt. Wir waren ja fleißige, schnelle Jungs und sind dann auch nicht in den Zug vorne eingestiegen, wir sind hinten eingestiegen. Und zwar eingestiegen ist auch übertrieben. Die Züge waren meistens schon brechend voll. Wir haben unsere Säcke auf den Trittbrettern. Früher die alten Personenwagen, die hatten so zwei Trittbretter, bevor man dann in das Coupé reinkam. Und auf dem unteren hat man die Kartoffeln festgebunden
und hat sich dann auf das obere gesetzt. Ja. Aber das machten wir nicht allein, das waren Hunderte. Ja. Und am Hauptbahnhof habe ich das erlebt. Da steht an einer Brücke, standen immer so Schienen aufrecht raus. Und die waren so dicht an diesen Trittbrettern dieser Waggons, dass wenn die Kartoffeln jetzt durch die Bewegung des Waggons so auseinanderrollten, dann, wenn die an diesen Schienen vorbeikamen, dann rissen die Säcke auf und die teuren Kartoffeln fielen da auf die Gleise. Und also das war sehr gefährlich. Da hat jeder dann versucht, wenn er das gesehen hatte, seine Säcke in Sicherheit zu bringen. Ja, das war also schon eine ganz schöne knifflige Zeit.